Hallihallo und willkommen zurück im asiatischen Teil der Ausstellung. Wollen wir uns mal umschauen? Oh. Ja. In jede dieser Aussparungen gehört ein besonderer Schädel. Okay, hier haben wir schon mal einen und dem fehlen aber noch ein paar Perlen. Wir haben Blasrohrteile, okay. So, was hat der in der Hand? Sieht aus wie... Ja, ich muss eine bestimmte Flüssigkeit gleichzeitig in diese beiden Öffnungen. Woher weiß er das? Ach, manchmal ist das so ein bisschen... Das muss das Wasserbuch sein, über das Eleonore gesprochen hat. Lies das Wasserbuch. Okay, dafür haben wir einen Pfeil. Info. Drücke die Pfeilknöpfe, um das Symbol in der Mitte zu wechseln. Finde für jedes Symbol auf dem Buchdeckel das dazu passende in der Mitte und wähle dann das Äußere aus. Aha, also erstmal das. Oder nicht, oder was? Hä? Nee. Nochmal. Drücke die Pfeilknöpfe, um das Symbol in der Mitte zu wechseln. Finde für jedes Symbol auf dem Buchdeckel das dazu passende in der Mitte und wähle dann das Äußere aus. Ja, das verstehe ich auch so, aber... Warte mal, das könnte das sein vielleicht. Nee. Ja, das? Nee? Nicht? Okay, dann suchen wir jetzt das erstmal. Könnte doch Yin und Yang sein. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Also ja, eigentlich schon. Ne? Das muss man da in der Mitte finden, aber... Ja, das könnte doch passen. Nee, das könnte passen. Könnte auch nicht passen. Wie viel gibt's denn hiervon? Aha. Okay, das war jetzt das Richtige. Dann nehmen wir das jetzt erstmal. Merkwürdig. Naja. Auch nicht. Auch nicht. Ach was. Okay. Na gut, dann suchen wir jetzt das Teil. Nochmal dieses Dreier. Gedöns. Aha. Okay, und das Symbol. Nee. Nee. Also das passt alles nicht. Machen wir. Nee, warte mal, komm, geh mal. Ach, das geht gar nicht. Okay. Ja, dann brauchen wir die beiden noch. Ich fasse das Gleiche. Nee. 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 Nee.
Nee, warte mal. Uiuiui, das hat ja gedauert. Das war fast zu spannend, die Puzzeln. Die Anweisungen in diesem Buch helfen, das Wasserjuwel zu finden. Im Wesentlichen sagt der Hinweis, dass ich dieses Buch nass machen muss. Bitte sein. Also er ist schon klug, der Hawks. Viele östliche Kulturen schätzen diese Tiere mehr als alle anderen. Ja, Schlangentiger, Drachen, Ratten? Sind das nicht die Sternzeichen? So, male die Kräuter in Wein und koche sie, bis die Mixtur komplett verdampft ist. Sobald die gewonnene Flüssigkeit abkühlt, ist sie hochexplosiv. Wenn auch etwas makaber, sind dekorierte Kapala-Schädel auch schön auf ihre eigene Weise. Die drei müssen sehr wichtig sein. Ja. Okay, wo war Kräuter? Explosiv. Ach was. Ja, aber wir haben doch den Hinweis. Da mit der Schale? Genau. So, zuerst der Drachen. Dann die Schlange. So, dann die Schlange. Dann er hier. Und dann die vertauschen. Ui, ein Wimmelbild. Finde 9 Tiere. 1, 2, 3. 4. Okay, also nicht. So, hier haben wir eine Schildkröte. Hier haben wir eine Krake. Ein Hasi. Eine Maus oder irgendwas. Keine Ahnung. Fischi. Nur noch so ein Gockel. Ja, aber gefällt mir richtig gut irgendwie. Nee, das nicht. Den da. Also. Ach so, ich dachte, wir sind schon fertig. 9 Menschen. Sollte vielleicht ein bisschen einfacher sein, aber naja. So, das war's schon. Und finde die richtigen Formen. Mhm. Ich will mal den, aber der... Echt jetzt? Doch? Okay. Damit habe ich den Kindergarten übersprungen. So, Netsuke-Perlen. Die können wir doch bestimmt jetzt erstmal hier reinsetzen. Und wir bekommen ein Kartenfragment. Wo sind die Reißzähne des Schädels abgeblieben? Stimmt jetzt, wo du es sagst? Werden wir die auch noch suchen müssen. So, hier müssen Flüssigkeiten rein. In Wein müssen wir Kräuter kochen. Im Bambusrohr schwimmt etwas, aber ich kann es nicht erreichen. Ja, können wir da irgendwie ein Loch bohren? Was haben wir denn hier? Sie schreiben Zaubersprüche auf kleine Zettel und falten sie zusammen. Wenn Zaubern doch nur so einfach wäre. So, aber dafür habe ich auch keine. Nee, habe ich nicht. Okay, wir gehen mal wieder raus. Huch! Wie passend. Eine schwarze Katze hat meinen Weg gekreuzt. Oh Gott, ich muss sofort das Spiel verlassen. Und sie brummt. Bist du aber kampflustig? Wie kann ich dich ablenken, damit ich an die Fehler komme? Für sie ist also der Schinken. Ich verstehe. Na toll. Verschiebe die Teile in die Mitte des Spielbrettes, um eine Karte von Afrika zusammenzusetzen. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge. What? Oh, auf die richtige Reihenfolge. Jetzt ehrlich?
Nehmen wir doch mal den. Den. Nee. Der zuerst. Nicht. Nee, der kann ja nicht. Und dann passt der ja da nicht mehr rein. Okay, der muss nochmal weg. Warte, der kommt zuerst? Ach ja, nee. Nee, du kommst doch da rein. So. Was? Nein, der kommt wieder weg. Ah, das ist ja fies. Aber der muss da rein. Okay, warte. Der kommt ganz am Anfang. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, das sieht nämlich nicht gut aus. Ja, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ja, toll. Und dann passt der nicht mehr. Das ist überhaupt keinen Sinn. Also, wahrscheinlich schon, aber... Naja, wisst ihr Bescheid. So, den jetzt. Nee. Komm ich aber hier nicht mehr weg. Ja. Und sonst hoffe, es geht euch gut. Komm schon, warum geht der bitte nicht weg? Ich versteh's nicht. Kann ich immer das kleine... An dem kleinen Teil kann doch nicht alles hängen. Ah, super. Ja. Nein, natürlich nicht. Und der geht wieder nicht weg, weil der Kleine da ist. Ey, so ein blödes Spiel. Ja, das... Eieiei. Hat sich das denn ausgedacht? Aber geschafft. Aber... Blöd. Okay, da ist gerade was passiert im Hintergrund. Nach Afrika. Dann wollen wir mal. Dieser Ort ist so eng wie ein uraltes Grab. Naja, also so. Nur, ich will nicht sagen, aber so eng ist es jetzt auch nicht. Ich denke, diese Schädelsammlung ist unvollständig. Ja, dem fehlt auf jeden Fall einiges. Okay, was habe ich denn bekommen? Eine Zange wahrscheinlich... Oh nee, nicht zum Zahnziehen, oder? Und hier fehlen ein paar Federn. Und hier fehlt ein Skarabäus. Und... ja. Ich hoffe nicht, dass wir schon wieder ein Auge zudrücken müssen. Diese Starren ist so unheimlich. Vielleicht kann ich die Augen irgendwie schließen. Oh nein, jetzt ernsthaft. Hatten wir ja schon mal.
Vielleicht muss ich irgendwas drauflegen. Also ich kann auf jeden Fall, glaube ich, noch nichts machen. Hier fehlt noch irgendwas. Vielleicht eine Schlafbrille oder sowas. Ja, schön. Das war's. Ich habe eine Zange. Ist das Sand, was hier runterrieselt? Kann man nicht sehen. Wie das so klappert. Okay, dann gehe ich erstmal raus. Frische Luft schnappen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Hier kommen wir ja noch nicht rein. Hier fehlt nämlich noch ein Fragment. Getrocknetes Kraut. Okay, warte mal. Können wir vielleicht sogar schon... Ja, kochen. Das Wasserbuch. Oder brauche ich erst ein Rezept? Aber eigentlich stand es ja schon im... Eigentlich stand es ja im Buch. Male die Kräuter in Wein. Okay, das geht noch nicht. Also ich denke mal, da fehlt noch etwas, aber... Ich weiß natürlich noch nicht was. Wir haben ja unsere wunderschöne Karte hier sowieso noch gar nicht zu tun. Doch, altes Europa. Hier haben wir Fragezeichen. Aktuelle Aufgabe in Fernost. Ja, da müssen wir die Schädel ja zusammensetzen. Altes Europa, hier ist was zu tun. Okay, dann gucke ich nochmal. Nein, der Zahn ist locker. Warte mal. Hast du auch einen lockeren Zahn? Ist nicht wahr. Eieiei. Na, guck mal. Wie neu. Und ein Pfirsichkern. Ja. Pfirsichkerne. Ein Pfirsichkern? Wozu brauche ich denn... Bin verwirrt, aber egal. So, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Ach, warte mal. Ah, schade, ich dachte, wir können es irgendwie abwerfen. Aber es geht leider nicht. So, hier können wir noch nichts einsetzen, denn ich habe ja noch nichts. Nee, in den Hof wollte ich nicht. Also ich denke mal, wir müssen das hier irgendwie jetzt machen. Was haben wir denn hier eigentlich? Blasrohrteile. Ja, ich kann noch nichts machen. Könnte es sein, dass wir erst nochmal ein extra Rezept brauchen? Das Wasserbuch. War das den Schädel? Nee, auch nicht. Zerlegter Schädel. Das ist der einzige Ort, wo wir was machen können. Da komme ich nicht mal hin. Ich würde den ja abwerfen, aber es geht leider nicht. Und von dem Blasrohr haben wir nur einen Teil. Was haben wir denn hier? Achso. Oder müsste die Katze mit dem Pfirsichkern? Also, weiß ich nicht. Nö. Ablenken. Mit dem Kraut. Mit dem Pfirsichkern können wir auch keinen Schinken schneiden.
Ja, ist klar, du brauchst nicht den ganzen Schinken. Ich brauche aber ein Messer. Was ist denn hier zu tun? Außer die Katze natürlich abzulenken, was wir gerade nicht machen können. Ich habe auch nichts für eine Katze. Ja, das Teil aber. Ich glaube, das will die Katze nicht. Nur wenn ich jetzt hier reingehe, ist hier wahrscheinlich was zu tun. Und dann mach die Karte. Mag ich doch. Ach. Jetzt wird ein Schuh draus. So, jetzt brauchen wir nur noch Alkohol. Den stärksten Alkohol. Den guten Wein. Oder was? Das Wasser. Und jetzt können wir wahrscheinlich kochen gehen. Da. Ah. So. Sind wir die ganzen Kräuter wieder raus. Schütten den Wein dazu. Zermahlen alles. So einer grünen Paste mal wieder. Und, ach, leiten das Ganze da durch. Leite die Flüssigkeit zum Behälter rechts. Platziere die Stöpsel an den richtigen Stellen, um zu beeinflussen, wohin sie fließt. Sie muss sich in genau 8 Schritten bewegen. Wähle das Ventil aus, um deine Lösung zu testen. Super. 8 Schritte. Also ich mach erstmal hier dicht. Ja. Also, ja, aber ich würde gerne wissen, generell, muss ich die dann drehen oder... Ich habe ja hier gar nichts mehr. Ist egal, ich mache das jetzt einfach nur so mal. So. Um zu sehen, aha, sie geht tatsächlich da lang. Alles klar. Ja, es war ja auch nur ein Testversuch. Okay, also, ich vermute mal, die muss hier oben gar nicht lang. Also, da oben geht sie eh nicht durch, da unten geht sie auch nicht durch. Also, sie geht hier lang. Dann da lang. Dann muss sie da lang. Da. Also hier muss auf jeden Fall zu, damit sie hier lang geht. Dann nach oben. Ja, dann muss sie aber hier hin. Ja, dann geht sie nach unten und dann würde sie wahrscheinlich zurückgehen. Was total blöd ist. Mir fehlt ein Stöpsel. Ich mach das mal hier. Ja, aber klar, ist jetzt noch unten. Ach, Mist. Okay, nochmal. Dass das immer da runterfällt, ist ja blöd. Probieren wir mal. Hä? Aber die ist doch darüber gerutscht. Hmm.
Also, sie geht doch dahin. Ey, ich bin doch nicht blöd. Weil es nur vier sind. Alles klar. Ja, aber wie soll ich das denn machen mit den paar Dingern hier? Kann man ja nur nach oben gehen. Oh, nee, oh, nee, nee. So. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich den mal lieber zu, vorsichtshalber. Okay. So, wir haben einen Zaubertrank. Was machen wir mit dem Zaubertrank? Und wo ist mein Wasserbuch? Moment. Ich habe mein Wasserbuch verloren. Mach nochmal. Ach, schön. So eine Küchenhilfe könnte ich auch gebrauchen. Vielleicht fangen sie nur an zu singen. Ja, nee, dann gehe ich mal wieder. So, wir haben den Zaubertrank. Der kommt ja auch nicht dahin. Der kommt auch nicht hier. Ja, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Da kommt der hin. Natürlich. Und zwar hier. Info. Öffne die Rätselkugel, finde den jeweils größten Ring in der Kugel und richte alle nach den anderen im Zentrum aus. Wähle das Innere der Kugel aus, um es zu bewegen. Ich hoffe, man kann das Fragezeichen über meinen Kopf nicht sehen. Öffne die Rätselkugel. Okay, den Satz habe ich verstanden. Finde den jeweils größten Ring in der Kugel und richte alle nach alle einen nach den anderen im Zentrum aus. Finde den größten Ring. Ich finde gar keinen Ring. Da? Okay, also das ist ein bisschen den größten Ring. Hier ist der Ring. Nee. Nee. Nee, hä? Da ist auch noch ein großer Ring. So, das ist doch ein Ring. Komm. Weißt du was? Ja. Okay, wir haben den Wasserstein. Hui, jetzt geht's los. You found one. But beware. They are very powerful. Even on their own. After all, they form a bridge to the other side. Sie haben eines gefunden, aber Vorsicht, sie sind sehr mächtig und auch für sich allein.
Immerhin bildeten sie eine Brücke zur anderen Seite. Because of it, you might also start seeing things. Und deswegen könnten sie auch anfangen, Dinge zu sehen. Sie macht keine Witze. Ich fange wirklich an, Dinge zu sehen. Nicht mal. Okay, wir haben ein Prisma. Habe ich schon Halluzinationen? Dieses Gesicht. Ist ein Gesicht? Ja gut, wir haben ein Prisma. Dann bin ich mal gespannt, was wir mit dem Prisma machen können. Dann machen wir erstmal eine Pause, würde ich vorschlagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.